Wenden können. O Potzstern, ich besitze wunderbare Geheimnisse, zwei schönen Augen, gutes Glück zu prophezeien. Aber Herr Kollar, ich habe kein Geld.
Du musst dich schon mit diesen Ohrbuckeln befriedigen, die ich dir schenke. Sie sind von klarem Golde. Geh, meine Tochter, mit deinen Ohrbuckeln. Wie? Du willst sie verschmähen? Bei einem so hübschen Kinde wie du bist, nehme ich mit ein paar Busseln für lieb. Nicht, Herr Collard! Alle meine Busseln sind für den Bastien aufgehoben. Sei so gut und erlaube, dass ich von meiner Heirat mit dir rede. Was rätst du mir? Soll ich sterben? Sterben? So jung? Ei, beileibe nicht. Das wäre ewig schade. Aber alle Leute sagen, dass mich Bastien verlassen hat. Eh, mach dir deswegen keinen Kummer. Sollte es möglich sein? Oh Glück! So hält er mich noch für schön? Er liebt dich vom Grunde der Seele. Und doch ist er mir ungetreu. Dein Bastien ist nur ein wenig flatterhaft. Sei ohne Sorgen, mein liebes Kind. Deine Schönheit hält ihn fest. Aber wenn er einmal mein Mann werden sollte, oh zum Geier, so will ich mit keiner anderen teilen, weißt du das? Sei ruhig, dein geliebter Gegenstand ist gar nicht ungetreu. Er liebt nur den Aufputz. Den Aufputz? Hat ihn wohl jemand besser ausstaffiert als ich? Geschenken. Kann es uns wohl an Liebhabern fehlen, wenn man die Gewogenheiten bezahlt?